Am Dienstag gegen 10.40 Uhr hatte auf der Lengenfelder Straße im Zwickauer Ortsteil Hüttelsgrün der Fahrer eines Nissan die Absicht, nach links abzubiegen. Dazu verringerte er seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende Fahrer eines PKW Toyota bemerkte dies und wird ebenfalls langsamer. Der dahinter befindliche Fahrer eines LKW Mercedes übersieht die Verkehrssituation, prallt dem Toyota aufs Heck und schiebt ihn noch gegen den Nissan. Dabei sind der Fahrer des Nissan und drei Personen im Toyota verletzt worden. Sachschäden traten in Höhe von rund 20.000 Euro ein. Auf dem Autobahnzubringer entstand durch die Vollsperrung in beiden Richtungen ein Stau. Gegen 12.50 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr rollte wieder.